Hi, ich bin Kira und heute will ich euch zeigen, wie ich mich für den Spagat dehne. Und ich werde das Video so gestalten, dass ihr auch direkt mitmachen könnt. Ich würde vorschlagen, entweder seid ihr schon warm oder ihr macht euch warm oder ich werde es jetzt zum Beispiel so machen, dass ich mich erst mit der Faszienrolle ausrolle. Ich hätte gesagt, wir legen los. Dann als allererste Übung ist immer ein guter Starter, finde ich, einfach die Grätsche. Und ich beginne damit, mich auf das Bein seitlich zu legen und fange jetzt auf der rechten Seite an. Dabei erstmal schön aufrichten, die Sitzbeinhöcker auf dem Boden wirklich spüren, dass man gut das Gewicht abgibt. Dann wie beim Port de Bras nach oben ziehen und sich auf das Bein legen. Dabei so weit nach unten, wie man kommt, also wenn man nur bis dahin kommt. Ist auch gut, dann kann man hier noch ein bisschen mit der Hand sich festhalten oder man kommt viel weiter, zum Beispiel so, dass man noch den Fuß anfassen kann und dann kann man noch den Fuß in die Hand geben, also wirklich die Zehen flexen und mit dem Arm ein bisschen ziehen, dann dehnt man auch hier noch gleichzeitig die Seite ein bisschen mit. Und die Dehnung dann hier unten spüren. Ich halte jetzt die Übung immer nur so mittellange. Macht am besten, wenn ihr mitmacht, haltet es einfach so lange, wie ich sie euch vorzeige. Also zum Beispiel so eine Minute oder so. Weil ich finde, dass man dann wirklich an den Punkt kommt, wo sich die Muskeln entspannen können. Und dann sich die Bänder, Sehnen, Faszien, wie auch immer, richtig dehnen können. Natürlich kann man auch, wenn man nur 10 Sekunden hält oder so, ein gutes Ergebnis erzielen. Das muss man wahrscheinlich auch ein bisschen einfach davon abhängig machen, wie sein eigener Körper reagiert. Okay, auf die andere Seite. Wieder lang, groß und so weit, wie man kommt. Und jetzt, was mir auch immer ganz gut hilft, ist die Hüfte auf der Seite, wo ich dehne, in die andere Richtung zu ziehen. So, ich möchte mich jetzt in diesem Video vor allem auf den, wie nennt man das, Seitspagat, hoffe ich, konzentrieren, also auf den hier. Deswegen wäre jetzt meine nächste Übung, sich wieder aufs Bein zu legen, allerdings mit gedrehter Hüfte und gedrehtem Oberkörper, dass man, was man machen kann. Entweder man lässt dieses Bein so, wie es ist, und legt sich dann nach vorne oder man nimmt es hier so rein und legt sich dann nach vorne. Je nachdem, das nimmt so ein bisschen die Spannung aus dem hinteren Bein raus und dann wieder nach vorne lehnen, so weit wie man kommt und dabei versuchen die Hüfte richtig auszurichten. Also dass man, wenn man zum Beispiel hier in der Grätsche noch ist, dass man die rechte Hüfte, also die Seite, die man auch gerade dehnt, wieder ein bisschen zurückzieht. Also in diese Richtung. Wieder nach oben. Und die andere Seite. Wieder entweder drehen und das Bein so lassen oder das Bein dann anziehen, was angenehmer ist. Gerade Hüfte richtig ausrichten und nach vorne lehnen, so weit wie man kommt. Beim Dehnen ist auch meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man auf seinen Körper hört, also dass man so weit in die Dehnung geht, dass man was spürt von der Dehnung, aber dass man auch nicht zu weit geht. Damit habe ich tatsächlich schon ein, zwei Mal schlechte Erfahrungen gemacht. Bin zu weit gegangen und habe dann ja so eine Art Zerrung, die mich auch beim Tanzen dann behindert hat.
Also wirklich geduldig mit sich und seinem Körper sein, zahlt sich dann doch am schnellsten aus. So, jetzt haben wir die Beinrückseiten ein bisschen gedehnt. Als nächstes die Hüfte an sich. Dazu finde ich einen Ausfallschritt, Lunge, wie man ihn auch immer nennen möchte, am effektivsten. Ich fange rechts an. Das ist für mich immer so ein Trick, mit der schlechteren Seite anzufangen, weil man sich dann darauf freuen kann, dass die andere Seite besser wird. In ja, so einem ganz normalen Sitz starten, nach oben gehen, sodass man eine gerade Linie hier hat, vorderes Bein aufstellen, sodass man hier einen rechten Winkel hat. Und dann muss man ein bisschen schauen, wie weit man noch nach vorne gehen muss mit dem vorderen Bein. Hier zum Beispiel muss ich immer ein bisschen weiter nach vorne gehen, weil das Wichtigste ist, dass wenn man im Lunge ist, dass man halt hier einen rechten Winkel hat mit dem Boden und dem Bein. Fürs Runtergehen, also wenn man hier erstmal oben ist, hilft es mir, wenn ich die Mitte besonders festhalte, also ich hier den Bauch besonders anspanne, weil ich sonst sehr schnell in so ein Hohlkreuz komme. Also hier erstmal noch nicht, also erstmal dahin gehen, wo man noch gar nicht so viel spürt, Mitte einsetzen und in die Dehnung gehen. Das hintere Bein ist noch einwärts. Man sollte hier eine Dehnung spüren und hier und vielleicht auch ein bisschen außen an dem Bein. Was man dann machen kann, ist zum Beispiel sich nach hinten zu lehnen, wenn man ein bisschen mehr Dehnung hier möchte. Was ich aber am besten finde, ist sich nach vorne zu lehnen. Dabei mache ich meistens ein bisschen den rechten Fuß zur Seite, weil ich dann doch gemerkt habe, dass ich ein bisschen zu eng war. Also man sollte gucken, dass man immer so hüftbreit ist. Und dann hier so weit nach unten gehen, wie es eben geht. Die Dehnung hier spüren und schauen, dass das Bein nicht, also das Knie nicht nach außen fällt, sondern zur Schulter ranziehen und dann halten. Und dabei sollte man schauen, dass die, wie soll ich sagen, dass das in die Dehnung legen mehr von unten kommt als von oben. Also oft hat man das Bedürfnis, so weit nach unten zu gehen, wie es geht, und dann legt man sich so da rein. Aber es ist besser, wenn man wirklich von unten anfängt, sich reinzulegen. Oder dass man sagt, man fängt vom Brustkorb an und stellt sich so vor, der Brustkorb wäre ganz schwer und zieht einen nach unten. Weil dann hat man wirklich eine richtige, effektive Dehnung und ist dann nicht in irgendeiner Position, die so geschummelt ist und an die Sachen eigentlich gar nicht richtig dehnt, die man dehnen möchte. Aber man kommt halt tiefer runter. Nächste Seite. Wieder dasselbe. Erstmal einrichten. Diesmal schaue ich vorher, dass ich hüftbreit auseinander bin. Ihr seht meinen Kopf nicht, aber gleich wieder. Und möglichst beide Seiten der Hüfte gleich runtergeben. Und was mir immer ein bisschen hilft, ist sich vorzustellen, dass die Ferse und das Knie so zusammen wollen. Wieder die Mitte aktivieren. Dann kann man sich wieder nach hinten legen, wenn man Rücken und hier mehr dehnen möchte. Oder wie gesagt, ich finde es am effektivsten, sich dann einfach nach vorne zu legen. Dabei von unten bzw. vom Brustkorb aus hinlegen und das Knie zu sich ranziehen. Und man kann sich ja vorstellen, dass man das Knie sogar hinter sich zieht. Wenn ihr gleich rausgeht aus der Dehnung, versucht mal wirklich drauf zu achten, langsam aus der Dehnung rauszugehen, weil es ist meiner Meinung nach sehr wichtig, mit seinem Körper beim Dehnen vorsichtig umzugehen, wie gesagt, damit man sich nicht verletzt, aber auch das meiste aus der Dehnung rausnehmen kann. Also jetzt nach oben gehen, langsam es wieder
Rücken nach oben oder den Oberkörper nach oben. Dann Beine ein bisschen strecken und raus aus der Dehnung. Dann, was ich noch ganz gerne mache, das kann man entweder an der Stange machen oder hier direkt auf dem Boden. Ich hoffe, ihr werdet mich gleich sehen, weil ich weiß schon, dass der Aufschnitt ein bisschen komisch aussehen wird. Und zwar so eine Art Arabesque. Ich mache es am besten einfach mal vorn. Und zwar steht ihr mit dem vorderen Bein mehr oder weniger einwärts. Das hintere Bein dreht ihr schon auswärts und streckt ihr dann nach oben. Dabei, wenn es geht, beide Beine schön gerade lassen. Und dann könnt ihr euch entweder, wenn ihr eine Stange habt oder einen Tisch oder sonst was, könntet ihr euch da dran festhalten und da nochmal so ein bisschen mit dem Oberkörper einfach hängen lassen. Oder wenn ihr jetzt hier so seid wie ich, dann einfach so den Oberkörper hängen lassen. Und dabei versuchen, hier wieder die Hüfte ein bisschen zu sich zu ziehen, also in diese Richtung. Und das Bein nach hinten zu geben und natürlich nach oben zu ziehen. Also im Prinzip ist es einfach ein Penché jetzt. Ihr seht, ich sehe das andere Bein nicht. genau. Und da auch wieder einfach gucken, je nachdem, wie weit man kommt. Wenn man nur so weit kommt und das Bein ist so, auch vollkommen okay. Hauptsache, man merkt die Dehnung an der richtigen Stelle. Wieder die andere Seite. Ich komme gleich wieder ins Bild. So, da bin ich. Vorderes Bein einwärts. Mit dem Oberkörper nach vorne legen, so dass man richtig ausgerichtet ist. Also nicht irgendwie so, sondern wirklich auf vordere Bein legen, wie wir vorhin in der Grätsche gemacht haben. Hinteres Bein nach hinten und oben. Und so, wieder zurück. Die Übung finde ich einmal ganz gut, weil man schon für das Penché übt, aber auch wirklich nicht weiter in den Spagat gehen kann, als man Muskelstärke hat. Weil wenn man, wie wir das gleich machen werden, in den Spagat geht, auf dem Boden hat man ja noch die Gravitation, also sein eigenes Körpergewicht, das einen in die Dehnung drückt. Und ja, das kann halt manchmal ein bisschen zu viel sein und die Dehnung zu intensiv machen. Oder was ich gerne mache, dann eine falsche Ausrichtung zu haben, weil man halt eben irgendwie diesen Druck, der in der Dehnung ist, kompensieren will. Und genau, das kann halt eben mit dieser Penché-Übung nicht so arg passieren. Dann, wie versprochen, jetzt der Spagat, rechte Seite. Und zwar zum Reingehen, dass man halt die richtige Ausrichtung hat, kann man direkt eine Übung vorne dran stellen. Und zwar, das kennt ihr bestimmt alle, ihr schaut, dass hier ein rechter Winkel ist und dann hier, gerades Bein, Hüfte, kann man sich so ein bisschen von außen vorstellen, dass die Hüfte wieder zu sich selbst zieht, gerade Ausrichtung, nach vorne legen. Da, so weit wie man kommt. Ich komme jetzt tatsächlich auch nicht ganz so weit. Und wenn es geht, mit geradem Rücken, meiner ist jetzt leider rund, weil ich nicht so schön weit komme, da kann man sich wieder vorstellen, dass man vom Brustkorb bzw. von unten anfängt, sich aufs Bein zu legen und nicht von oben. So, wenn man die Partie gedehnt hat, wieder nach oben kommen und jetzt in den Spagat geführt von dem vorderen Fuß. Also schön geflext lassen, hier hinten möglichst entspannen, Mitte halten und dann sich reingleiten lassen. Erstmal hier hinten das Bein auch einwärts gedreht lassen. So, so weit wie ihr kommt. Ich komme jetzt zum Beispiel nur bis hier. Und hier dann erstmal halten. Und versuchen, mit den Händen das Gewicht vom Oberkörper so ein bisschen aufzufangen, dass man sich hier hinten in der Hüfte entspannen kann, dass die Muskeln locker lassen können und sich weiter in die Dehnung geben. Dann die Hüfte aufmachen. Vorne das Bein bleibt, hinten dreht sich aus.
hier auch wieder so weit wie man kommt und möglichst entspannen. So, hinten, jetzt das Bein auch strecken und hier komme ich jetzt nicht weiter, deswegen halte ich jetzt hier mich mit den Händen so, dass ich, wie gesagt, nicht zu arg in die Dehnung falle. Was ich jetzt zum Beispiel merke, ist, dass mir hier die Dehnung fehlt. So, da dann wieder raus, selber auf der rechten Seite. Links ist es jetzt für mich, sorry. Erstmal wieder rechter Winkel, gerade, linkes Bein gerade nach vorne. Oberkörper lang, Hüfte bisschen zurückziehen, gerade vom Oberkörper, vom Brustkorb geführt nach vorne legen und wieder kurz halten. Die Füße zu sich ranziehen und flexen. Und wenn es geht, versuchen wirklich Länge hier in diesen Bereich zu geben. Mit den Füßen nach vorne zu ziehen, mit den Beinen nach vorne zu ziehen und hier mit dem Rücken auch nach vorne zu ziehen, dass man hier möglichst lang ist. So, wenn man das gemacht hat, entweder geht man wieder nach oben, lässt sich dann wieder nach unten gleiten, so wie wir eben gemacht haben. Oder was man auch machen kann, ist einfach dann tatsächlich hier unten zu bleiben. Wieder vom vorderen Bein geführt nach unten zu legen. So weit, bis hinten das Bein immer noch einwärts gedreht ist, man nicht mehr weiterkommt. Dann kurz halten, in die Dehnung spüren. Und dann langsam das hintere Bein auswärts drehen und strecken und sich in den Spagat setzen, soweit wie man kommt. Wenn man nicht so weit kommt, wie eben, einfach halten. Wenn man sich setzen kann, ohne dass es zu arg zieht, sollte man sich ja versuchen zu setzen. Also wirklich auch Gewicht an den Boden abzugeben und dann hier einfach ein bisschen zu sitzen. Und wieder langsam und vorsichtig raus, nicht zu überstürzen. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Was ihr jetzt machen könnt, ist die Stelle, die ihr gemerkt habt, wo es am meisten zieht, nochmal zu dehnen. Also wie zum Beispiel, ich habe eben gesagt, dass mir aufgefallen ist, zumindest bei der linken Seite, rechts habe ich das auch, dass mir hier diese Dehnung fehlt. Was ich dafür besonders gerne mache, das habe ich so ein bisschen vom Yoga, ist die Taube, heißt es da, glaube ich. Da geht man einfach das hintere Bein, lässt man lang und gestreckt. Das vordere Bein winkelt man an und ja, je nachdem wie arg man die Dehnung haben möchte, kann man es zum Beispiel so legen. Das ist mir aber viel zu viel, deswegen einfach so ein bisschen auswärts gedreht. Hinlegen, Hüfte möglichst gleich ausgerichtet zu lassen und dann Mitte aktivieren und versuchen halt hier wirklich dagegen zu dehnen. Was dann auch noch hilft, ist, dass man zum Beispiel das hintere Bein noch nimmt und ranzieht. Hier schauen, dass man nicht, weil man auf den Boden kommen will mit dem Po, dass man dann rollt, also dass man das hier macht. Sondern wirklich gucken, dass die Hüfte ausgerichtet ist und wenn man dann halt nicht ganz nach unten kommt, dann halt einfach so halten oder, keine Ahnung, zum Beispiel sich auf ein Kissen zu setzen oder so. Und hier kann man auch wirklich schauen, dass man die Muskeln
schon mitnimmt. Also zum Beispiel, wenn man hinten im Spagat ist und sein Bein streckt, hilft es mir zu denken, dass hier der Punkt hier vom Fuß, dass man mit dem in den Boden drückt. Also wirklich hier, ich hoffe, ihr seht das so, so Gewicht reingibt, in den Boden drückt. Halt auch hier, dann wenn man hier im Spagat wäre, auch in den Boden zu drücken. Das hilft auch wieder, um nicht ganz so arg in die Dehnung zu gehen und sich nicht zu verletzen, weil man zu tief in der Dehnung war. Und dasselbe kann man hier auch machen. Also zu schauen, wenn ich hier das Bein strecke und hinten mit dem Fuß in den Boden drücke, welchen Muskel benutze ich hier? Das ist jetzt bei mir hier in der Gegend der eine Muskel. Und dann versuche ich den Muskel aktiviert zu lassen, mich also wirklich noch in die Dehnung mit meinen eigenen Muskeln zu drücken und genau, zum Beispiel dann noch das Bein hinten zu nehmen, wenn es geht. Dasselbe würde ich auch nochmal auf der anderen Seite machen, einfach damit die Seiten ausgeglichen sind. Hinten das Bein gerade. Vorne leicht auswärts, tief sitzen, Hüfte ausrichten. Dann kann man hier nochmal schauen, wenn ich das Bein auswärts drehe und ich drücke mit demselben Punkt wie eben wieder in den Boden, welchen Muskel aktiviere ich dann hier? Bein wieder eindrehen, versuchen Muskel aktiviert zu lassen und in die Dehnung reingehen. Und dann hier kann man auch denselben Punkt, den man eben hatte, zum in den Boden drücken am Fuß, einfach wieder mit der Hand finden, Hand dagegen geben, mit der Hand und den Schultern nach vorne drücken, mit dem Fuß nach hinten drücken und so auch wieder den Muskel aktivieren und in die Dehnung gehen. Eine Dehnübung, die ich noch sehr schön finde, die ja allerdings eher für den Seitspagat ist, es sich einfach auf den Boden zu legen, auf die Seite, passé und Bein greifen, dabei schauen, dass die Hüfte ausgerichtet bleibt, man nicht rollt, so wie ich. Und wieder die Hüfte so ein bisschen zu sich ziehen und Bein mit der Hand zu sich ziehen und wieder einfach so lange bleiben, wie man kann und möchte. Auf der anderen Seite auch. Hüfte richtig ausrichten, dass man nicht nach hinten rollt oder nach vorne. Dann wieder Hüfte hier ein bisschen nach unten zu sich selbst ziehen und halten. Da, was man auch wieder machen kann, ist mit dem Fuß oder mit dem Bein versuchen, in diese Richtung zu drücken und mit der Hand dann zu sich selbst zu ziehen, dass man wieder so einen Druck und Gegendruck hat. Dasselbe kann man natürlich auch auf dem Boden machen, also Rücken komplett auf dem Boden und zum Beispiel das rechte Bein, mein Gott, auswärts drehen, hier wieder den Muskel aktivieren, das andere Bein strecken, entweder flexen oder pointen, wie man halt eben möchte, versuchen die Hüfte auf den Boden zu lassen. Und nicht, das ist ganz wichtig, dann zu drehen, damit man weiterkommt, sondern wirklich, wie wenn man ganz normal liegt, die Hüfte auch zu lassen. Nur das andere Bein auswärts zu drehen, zu sich zu ziehen und auch wieder ein bisschen halten. Das ist dann praktisch dieselbe Position, wie man auch im Spagat hätte. Nur, dass man im Spagat dann tatsächlich noch ein bisschen mehr die Hüfte
ausdreht. Wieder andere Seite. Bein ein bisschen auswärts drehen. Und Fuß oder das ganz andere Bein nehmen. Hüfte auf den Boden lassen. Und dann vor allem hier die Dehnung spüren. Hüfte wieder zu einem ziehen. Wenn man möchte, kann man auch hier ein bisschen auswärts gehen und auch die auswärts zu dehnen. Und genau hier richtige Spagatposition mal wieder so. Und dann haben wir es geschafft. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt nochmal in euren Spagat gehen, einfach um zu gucken, wie weit ihr jetzt gekommen seid. Wir haben ja eben vor, keine Ahnung, Zeit schätzen wir nicht schlecht, 5 Minuten waren wir schon mal im Spagat. Jetzt nochmal zum Abschließen können wir auch nochmal in Spagat gehen. So, einmal links. Tada! Und dann einmal rechts. Ihr könnt natürlich wesentlich langsamer reingehen und nochmal schauen, wie sich alles anfühlt. Und so gut wie es geht setzen. Hinten mit dem Punkt, von dem ich gesprochen habe, in den Boden drücken. Muskel hier aktivieren. Auch hier Hüfte zu sich ziehen, wie als ob man in einem Grand Jeté eher wäre, also wirklich die Beine nach oben bringen müsste. Dann ist man am stabilsten, am sichersten und geht nicht zu arg in die Dehnung rein und aktiviert gleichzeitig noch ein bisschen seine Muskeln. Es freut mich, dass ihr so lange dran geblieben seid. Jetzt gibt es noch einen kleinen Bonus, das Ausrollen mit der Faszienrolle. Und dann wünsche ich euch viel Spaß, viel Freude. Wir sehen uns im nächsten Video. Das mache ich meistens auch vorm Ballettunterricht tatsächlich einfach, ja, um die Muskeln so ein bisschen aufzuwecken. Und ja, also ich hätte das auch damals nicht so gedacht, dass das tatsächlich so viel bringt. Aber ich habe tatsächlich, wie gesagt, festgestellt, dass ich mich viel geschmeidiger dann fühle und besser tanzen kann. Genau, was ich jetzt als erstes hier mache, ist einfach die Wirbelsäule entlang zu gehen. Ich fange dabei ganz unten an, was wahrscheinlich sogar schon unterhalb der Wirbelsäule eher ist. Also ich fange wirklich da bei den Hüftknochen, sag ich mal, an. Ich rolle einfach immer so ein bisschen hin und her und wenn ich denke, das fühlt sich so gut an, gehe ich einfach ein Stückchen weiter und mache das so lang, bis ich oben an meinen Schultern bin. Was da auch besonders gut tun kann, ist, wenn man merkt, man hat so eine Stelle, wo man so ein bisschen Muskelkater hat oder einfach wo so eine Verspannung ist, dass man da einfach mal anhält und sich wirklich versucht, so gut es geht, auf die Rolle drauf zu legen, also wirklich Gewicht abzugeben. Und dann kann sich damit so ein bisschen die Verspannung lösen. Das kann man so lange halten, wie man will. Ich mache es ganz gerne so, dass ich einfach ja, so 4-5 Atemzüge das halte. Und genau. Okay, als nächstes rolle ich über die Beine. Da nehme ich vor allem hier so die Unterseite der oberen Hälfte vom Bein mit. Wieder dieselbe Vorgehensweise, einfach so ein bisschen hin und her rollen. Wenn man ein bisschen mehr Gewicht drauf geben möchte, kann man sich hier einfach über das Bein legen. Und genau hier, das finde ich tatsächlich sehr angenehm hier, so am Oberschenkel-Rückseitenansatz. Ich denke mal, das ist auch da, wo so das auswärts herkommt, weil ich finde es sehr angenehm, was man da auch machen kann. Einen Moment, damit ihr es seht. Ich mache da immer schon so eine Fußaufwärmbewegung mit, einfach. Damit halt die ganzen Muskeln sich schon mal ein bisschen aufwärmen können. Und dann auch noch
auch so im Kreis. Das tut sehr gut, finde ich immer, dass man hier wirklich in der Hüfte spürt, wie man sich eindreht und wieder ausdreht. Noch in die andere Richtung. So, und das andere Bein. Okay, weiter geht's. Was ich auch ab und zu mal ganz gerne mache, aber das ist sehr unangenehm, sage ich euch gleich. Das kann man auch zum Beispiel mit einem Tennisball machen. Ist mich hier auf die Außenseite der Beine zu legen und da auch nochmal auszurollen. Da merke ich bei mir wirklich immer wieder, die Muskeln verspannt sind und so ein unangenehmes Gefühl gibt. Aber wenn man das so ein bisschen dann aushält, natürlich nicht zu arg jetzt sich Schmerzen zufügt, aber einfach ein bisschen in diesen verspannten Punkt reingeht, dann löst sich die Verspannung so ein bisschen und dann ist es viel angenehmer. Wieder auf der anderen Seite auch noch. Da kann man auch immer, habe ich zumindest bei mir so gemacht, immer so ein bisschen ausprobieren mit der Faszienrolle, wie man sich am besten dreht, rollt, wendet, wie auch immer, damit man den Effekt erzielt, den man eigentlich will. Und genau, mir hat es wie gesagt wirklich geholfen, auch einfach, wenn man sich nur mal kurz über den Rücken rollt und noch mal über die Beine. Das reicht eigentlich vor der Ballettstunde, damit man sich wirklich einfach ein bisschen flexibler fühlt.